Hallo Zwan de Guit. Am 29. November 2018 demonstrierten erstmals verschiedene Initiativen und politische Gruppen unter dem Motto Do in Graz gegen die schwarz-blaue Bundesregierung. Dabei gingen knapp 1500 Personen auf die Straße. Diese Aktion kann als selbstständige Erweiterung der Wiener Donnerstagsdemos auf die Landeshauptstädte gesehen werden, denn sowohl in Graz als auch in Innsbruck haben sich Organisationsteams gebildet, die unabhängig von der Wiener Initiative sind und unter dem Titel Do in Protestmärsche organisieren. Laut den Wiener Veranstaltern geht es um die Weiterführung einer Tradition aus den 2000er Jahren. Damals gab es bis zum Jahr 2006 stetig die sogenannten Donnerstagsdemos in Wien. Seit einiger Zeit wird dieses Konzept des friedlichen Protestes in der Bundeshauptstadt wieder angewandt. Hierbei geht es unter anderem um Themen wie Sozialabbau, Rassismus und Sexismus. Und so soll über den Protest auf der Straße auch eine politische Debatte initiiert werden. Der nächste Termin ist der 13. Dezember 2018. Da wird es dann die nächste Demonstration in Graz geben. Ob die Donnerstagsdemonstrationen in den Landeshauptstädten viel mehr als eine Episode sein werden, bleibt abzuwarten. Weiterentwicklungen scheinen jedenfalls möglich. Praktisch gesehen wird das vor allem auf die Initiatoren und auf die dahinterstehenden politischen Gruppen ankommen, denn sowohl die KPÖ als auch die Grünen und die Sozialdemokraten stellen hier zum Teil Organisationshilfen. Näheres zum Thema im Blog auf insidepolitics.at. Bis dahin, Inside Politics, mehr als Tagespolitik. Das war es für heute. Herzlichen Dank fürs Zusehen und wenn euch das Video gefallen hat, bitte teilt es, hinterlasst ein Like oder abonniert unseren Kanal. Danke!